Hey, liebe Borussia-Fans, ich muss euch leider mitteilen heute, dass meine Zeit im Sommer hier bei Borussia als Fußballprofi zu Ende gehen wird. Ich habe mir gerade in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht, mich intensiv ausgetauscht, bin zum Entschluss gekommen, dass ich oder wir als Familie wieder in unsere Heimat zurückkehren werden. Ja, diese Entscheidung ist mir nicht ganz einfach gefallen. Ursprünglich war das immer der Plan, doch ja, dieser große Verein, dieser coole Club mit all seinen Mitarbeitern, mit allen Personen, mit dem, ja, mit dem ganzen Team, Staff, Coaches, vor allem meine Mitspieler, aber auch dieser unglaublich positive Zuspruch von eurer Seite, immer wenn es um meine Person ging, das habe ich zumindest so wahrgenommen, hat es alles so ein bisschen ins Wanken gebracht. Und deshalb fiel mir die Entscheidung auch nicht so einfach. Trotzdem glaube ich, dass der Zeitpunkt gekommen ist, für uns oder für mich persönlich, ja, nochmal etwas Neues zu machen. Unabhängig davon waren die, ja, letzten knapp 8 Jahre auch wirklich die schönste Zeit meines Lebens. Ich bin diesen, ja, Menschen hier rund um den Verein Borussia Mönchengladbach, den Fans, aber auch den Menschen rund um unseren Wohnort, die uns als Familie das Leben echt schön gemacht haben. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt hier am Niederrhein. Diesen Menschen bin ich einfach unglaublich dankbar für diese Zeit. Und die möchte ich auch nie missen. Die wird uns ewig verbinden mit diesem Club. Ich durfte hier unglaubliche Erfahrungen machen, vor allem sportliche Erfahrungen. Ich durfte Pflichtspiele gegen den FC Barcelona führen. Das hätte ich mir nie erträumt. Ich durfte gegen Real Madrid spielen, unter seltsamen Umständen. Aber trotzdem konnte ich diesen Mannschaften gegenüberstehen. Und habe hier wirklich ganz, ganz viele besondere Momente erlebt. Zudem sind hier, ja, fast zumindest beide Kids auf die Welt gekommen und haben ihre, ja, ersten Schritte im Leben gemacht. Sowas prägt natürlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser große Verein auch durch diese, ja, nicht ganz einfache Situation gemeinsam durchgehen wird. Ich wünsche alles Glück der Welt für die Zukunft. Persönlich werde ich die nächsten Wochen versuchen, nochmal alles reinzuhauen, um eine, ja, richtig gute Restsaison zu spielen, wie ich es, glaube ich, die letzten 8 Jahre immer getan habe. Bin sehr dankbar für das, was ich hier erleben durfte. Vielen Dank an euch alle. Wir sehen uns bald im Stadion. Einmal Borusse, immer Borusse, euer Capitano.